Können Teppiche ihre Gesundheit positiv beeinflussen? Eine seltsame Frage? Nicht wirklich. Denn bei Dessau arbeiten wir intensiv daran, dass unsere Teppiche einen Beitrag zu einer gesünderen Wohnumgebung leisten. Dessau fertigt nach dem grünen Geschäftsprinzip Cradle to Cradle. Durch dieses Prinzip verpflichten wir uns, Produkte zu entwerfen und zu produzieren, die wir wieder zurücknehmen und die sicher recycelt werden können. Vor allem geht es uns dabei darum, dass unsere Produkte einen ausschließlich positiven Einfluss auf die Gesundheit unserer Kunden und auf die Umwelt haben. Aus diesem Grund wählen wir für unsere Produkte nur die besten und günstigsten Rohstoffe aus. Darüber hinaus setzen wir mehr und mehr erneuerbare, nachhaltige Energiequellen ein und stellen an die Wasserwirtschaft, die das kostbare Wasser verwaltet, hohe Anforderungen. Und schließlich wollen wir mit dem Cradle-to-Cradle-Prinzip den hohen Anforderungen und anderen wichtigen Angelegenheiten gerecht werden, wie zum Beispiel der Umgangsweise mit unseren Mitmenschen oder unseren gesellschaftlichen Verpflichtungen. Wir hoffen, künftig die Produktion von Abfall zu vermeiden. Wir werden unsere Kunden anspornen, ihre alten Teppiche bei uns einzuliefern, sodass wir das Material entweder wiederverwerten und daraus neue, hochwertige Produkte herstellen oder das Material auf natürliche Weise zersetzen können. Wir entwickeln übrigens auch neue Teppichprodukte, die speziell auf die Verbesserung der Wohnumgebung abzielen. Wir haben uns vom Cradle-to-Cradle-Konzept inspirieren lassen und den Dessau Airmaster-Teppich entwickelt, der sogar bis zu 8-mal mehr kleine Staubpartikel festhalten kann als herkömmliche harte Bodenbeläge. Der Teppich hält die schädlichen Staubpartikel bis zum nächsten Staubsaugen fest, wodurch Atembeschwerden wie Asthma vermieden werden können. Kurz gesagt, wenn Sie einen unserer Teppiche erwerben, bekommen Sie nicht nur das Beste im Hinblick auf Design und Stil. Sie werden auch Teil des Cradle-to-Cradle-Engagements, das sich zum Ziel setzt, gesunde Produkte für den Menschen und seine Umwelt zu schaffen.